geht weiter. Teil 2. Torf und Erde einbringen, unterrühren, unterackern. Ja, und dann soweit vorbereiten, dass wir pflanzen können. Attacke. Ja, nicht schön, aber selten. Und jetzt werde ich erst einmal den Folienmüll wegräumen in gelbe Säcke und dann das Pflanzgut hinterholen. Und dann können wir loslegen. Und der Bereich hier vorne, ja, den habe ich für den Mais geplant. Und ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Das Eck will ich Kartoffeln reinhauen. Naja. Schauen wir ganz einfach. Es geht gleich weiter. Ja, so pflanzt man die Kartoffeln. Warum man jetzt diese Hügel macht dafür? Ja, wahrscheinlich, dass man sie leichter rausbringt hinterher. Gehe ich mal davon aus. Ja, gut, das waren die blauen. Geht's weiter mit den anderen, also zwei Reihen noch. Die zwei Zucchinis kommen auf alle Fälle in das Eck wieder rein. Auch wenn nach hinten dann der Mais kommt. Ah, scheiß Schnaken. Hau ab! Voila! So Freunde, keine Ahnung, was so her vom Gemüse zusammenpasst. Ich pflanze einfach einmal. Und ich glaube, ich werde auch morgen noch mal zum Shoppen fahren und mir noch ein bisschen mehr holen. Dann schmeißen wir hier mal den Porree rein. Das wäre soweit drin. Ich gehe morgen noch mal einkaufen, hole noch ein paar so Pflänzlein. Ob das Ganze wirtschaftlich ist? Nein, definitiv nicht. Wie gesagt, für das Geld
kann man sich einen Haufen Gemüse kaufen. Aber der Spaß ist dabei, wenn man es vielleicht alles aus Samen ziehen würde, dann könnte es sich rechnen. Aber so, nee. Jetzt habe ich noch den Salat und die Gurken. Die Gurken pflanze ich jetzt innen rein ins Gewächshaus. Und höchstwahrscheinlich den Salat auch, weil der nimmt mir jetzt hier draußen zu viel Platz weg. Und drinnen habe ich zwischen den Tomaten genügend Platz. Mhm. So machen wir das jetzt ganz einfach. Und ja, weitermachen. Also hier drin habe ich auch gerade das Unkraut ein bisschen raus. Leute, ich verstehe es nicht, warum im Gewächshaus jedes Jahr so viel Unkraut kommt. Das ist, als ob einer mit der Hand herkommt und die Unkrautsamen da reinschmeißt. Naja, da drüben pflanze ich jetzt die zwei Gurken hin. Ja, und dann wird da dazwischen noch so der Salat hingepflanzt. Das haben wir eigentlich jedes Jahr so gehabt. Dann hoffe ich doch, dass die was werden, die zwei. Die habe ich im Kaufland mitnehmen müssen, weil es in der Bayer keine Gurken mehr geben hat. Aber Pflänzlein ist Pflänzlein. Schauen wir mal. Überall dieses verkackte scheiß Unkraut. So, und wer sich fragt, warum ich hier immer so Gräben außenrum ziehe, dass es aussieht wie ein Krater, na ganz einfach, wenn ich gieße, halbwegs zielgerichtet, sammelt sich da das Wasser und läuft dann komplett davon. Ja, also sprich, man tut sogar noch ein bisschen Wasser sparen. Ja, auch wenn wir es jetzt aus der Regentonne haben, vorne 2000 Liter, hier hinten 1000 Liter, ja, das reicht immer eine Weile. Und soll es doch einmal ausgehen und ja, es nicht regnen, dann füllen wir das ganz einfach aus dem Tiefbrunnen auf. So, und jetzt kommen die Salate, dazu stelle ich euch aber mit der, die Cam halt hinaus. Fertig. So Leute, also hier kommen dann auch noch ein paar Salate hin, da hole ich aber einen anderen, das ist jetzt ganz einfach Kopfsalat. Ich hoffe, dass wir den nicht gleich wieder die Schnecken wegfressen. Hier, wie gesagt, kommt noch mal eine Reihe Lauch hin. Kohlrabi schaue ich, dass ich vielleicht noch ein paar rote kriege. Habe ich vorher Schatzi gesagt, die hat bloß gesagt, oh Gott, dabei habe ich doch einen anderen Namen. Naja. Zucchinis hoffe ich auch, dass die Schnecken nicht wieder wegfressen. Also letztes Jahr war furchtbar. Erst das dritte Mal Pflanzen, wo wir dann von der Nordsee mitgebracht haben. Die haben dann gehalten. Die waren auch schon wahnsinnig groß. Naja, aber haben nicht so einen Ertrag gebracht, komischerweise. Ja, und der Bereich hier, ja, mindestens bis zur Mitte, ist für den Mais vorgesehen. Und wenn ich dann noch Pflanzen übrig habe, Leute, die setze ich da einfach am Rand entlang ein. Also hier in dem Bereich, da sieht es gut aus von der Erde. Ist mir wurscht, mache ich ganz einfach. Wie gesagt, bei mir wird es, wenn es klappt, eine Maisparty geben. Okay. Soll ich Eintrittskarten verkaufen für die Maisparty? Nee, Schmann, Spaß am Rande. Ja, also... Ja, ich muss mal in den Schatten gehen. Ich flippe gleich aus. Mir läuft der Sabber runter. Außerdem sehe ich so wenigstens was auf der Cam. Ja, das war's jetzt mit dem Gartenvideo. Ich werde jetzt auf alle Fälle den alten Mist hier aus den Töpfen noch hinten verteilen. Das wird alles noch komplett klein geackert und hinten der Rand von der Wiese eingeebnet. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, müsst ihr in die Kommentare schreiben. Dann mache ich auch ein Video dazu, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig ist. Ja, und morgen hole ich mir noch ein paar Pflanzen.
Die werden dann auch noch gepflanzt. Samen hole ich mir auch noch, weil ich habe beschlossen, ich muss unbedingt ein paar Möhrchen einsetzen. Rote Riesen heißen die, glaube ich, was ich mir so eingebildet habe. Naja, schauen wir mal, ob das alles was wird. Aber jetzt zum Abschluss wird noch gegossen. Da hole ich euch dazu und verabschieden tue ich mich aber jetzt schon. Ich wünsche euch was. Tschaikowski. Und freut euch aufs nächste Video, weil das ist dann definitiv was Leckeres vom Grill, was ich heute noch mache. Also sprich, ich flack mich jetzt dann erstmal in die Badewanne. Weil ich fühle mich so schmutzig heute. Eins muss ich jetzt aber doch noch dazu sagen. Ich gieße jetzt die Pflanzen alle von unten außenrum angießen. Nicht von oben, weil Sonne, frisches Wasser, Linseneffekt verbrennen die Pflanzen. Und das wollen wir vermeiden, deswegen gieße ich alle von unten. Also das musste ich jetzt noch loswerden. Aber ja, doch wieder. Also, ich habe das Zeug jetzt wirklich bloß von unten angossen, den restlichen Erdbereich, dass der ein bisschen feucht ist, und heute Abend wird dann nochmal gescheit gegossen, wenn die Hitze und die Sonne weg ist. Ja, und wenn ihr weitere Gartenvideos sehen wollt, mache ich die natürlich gerne. Müsst ihr bloß in die Kommentare schreiben. Ansonsten geht es jetzt erst einmal ganz normal mit dem Grillen weiter. Tschaikowski.